zur Parteienlandschaft. Es hat ja ein Erdbeben gegeben. Das ist jetzt auch nochmal aus meiner Vergangenheit im Bundestag, da war ich Vorsitzender der Enquetekommission Globalisierung, da haben wir festgestellt, dass das Wort Globalisierung erst nach 1990 in die Sprachen der Welt eingedrungen ist. Und davor war der Staat stark, das ist die rote Linie, und die Wirtschaft musste folgen. Und es war für die Wirtschaft überhaupt nicht schlecht. Aber dann kam 1990. Also der Staat diente ja als Bollwerk gegen den Kommunismus. Deswegen war es im Interesse des Kapitals, sich mit dem Staat irgendwie zu arrangieren. Auch wenn der schreckliche Steuern erhob und so. Zur Zeit von Dwight Eisenhower in Amerika in den 1950er Jahren war der Grenzsteuersatz für Einkommensteuern bei 90%. Ich meine, wenn heute Sarah Wagenknecht sowas sagen würde, würde sie sagen, ja, hoffnungslose Kommunistin. Nee, das war ein konservativer amerikanischer Präsident, der gesagt hat, das muss so sein, und zwar war es eine Kampfansage gegen Kommunismus. Ja? Aber nach 1990 war diese Sorge weg. Und dann regiert das Kapital. Der Sieg des Kapitalismus. Kommunismus besiegt, wozu jetzt noch Sozialstaat? Der Staat soll sich dünn machen. Das war also die Hauptidee nach 1990. Ja? Und es ist eine Karikatur von Heitzinger vor der Bundestagswahl 2005. Da steht der deutsche Michel da oben in dem Schiffchen und sagt zu Gerhard Schröder, hallo Gerhard, lass mal Angie ans Steuer. Hat ja auch geklappt. Aber die eigentliche Aussage ist, die Finanzmärkte zeigen die Richtung vor. Und das ist die Krise der Demokratie. Nicht, wie die Bildzeitung und andere behaupten, die einzelnen Politiker sind zu schelten. Nee, das ist völlig daneben. Das ist eine strukturelle neue Situation. Und mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Joe Stiglitz hat jetzt vor ein paar Wochen einen neuen, sehr schönen Aufsatz geschrieben. Er sagt, dieser doktrinäre Kapitalismus ist eigentlich grandios gescheitert. Er sagt, ein Kurswechsel hin zu einem progressiven Kapitalismus ist nötig, der dafür sorgt, dass die Wirtschaft zum Wohle aller funktioniert. Das ist heute nicht der Fall. Und das Parteiverhalten nach 1990 ist natürlich gar nicht interpretierbar, wenn man diese Sache nicht weiß. Und dazu will ich jetzt ein paar Punkte sagen über die Parteienlandschaft. Warum ist die SPD so schwach geworden? Sind da die einzelnen SPD-Politiker schuld? Nein, eine falsche Antwort. Und dann AfD, Volksparteien, Lösungsperspektiven. Also, warum ist die SPD so schwach? Weil sie die Ziele, um deren Willen sie gegründet worden ist, erreicht hat. Das ist die eigentliche Aussage. Wenn Ferdinand Lassalle das sehen würde, was wir heute haben, würde er sagen, wir haben alles erreicht. Und Ralf Dahrendorf, ein Liberaler, hat vor 35 Jahren gesagt, das sozialdemokratische Zeitalter und Jahrhundert ist jetzt vorbei. In seinen besten Möglichkeiten, sagt er, war das 20. Jahrhundert sozial und demokratisch, und am Ende sind wir fast alle Sozialdemokraten geworden. Das sagt er als Liberaler. Ich meine, das war vor Christian Lindner, aber egal. Auch die CDU, Frau Dr. Merkel, das wird hier niemand leugnen können, dass sie Sozialdemokratin ist. Das heißt also, es ist inzwischen Allgemeingut geworden. Und das ist der Kern des Problems der SPD. Und wer das weiß, muss sich vehement den bei Journalisten beliebten Erklärungen entgegenstellen, wie Schröder ist schuld, GroKo ist schuld, Nahles ist schuld, Kevin Kühnert ist schuld. Das ist alles Quatsch. Ja? Aber die Journalisten schwelgen in solchen Aussagen, weil sie finden, das wollen unsere Leser hören. Aber es ist doch doof. Also wenn man die historische Kausalität nicht erkennt, dann kriegt man auch keine vernünftigen Lösungen. Gut, das ist jetzt karikaturhaft verkürzt, das weiß ich auch. Aber gehen wir weiter. Ja, und das Sozialgesetzbuch, das sind ja 12 Bände. Und wenn August Bebel das lesen würde, der würde Tränen der Rührung vergießen.
Natürlich gibt es das Weltproblem, Aufreißen der Schere zwischen Arm und Reich. Und wir in Deutschland und in Europa finden, dass wir das darunter ganz besonders zu leiden haben. Empirisch gesehen ist das falsch. Das wissen wir aber nicht. Also im World Inequality Report wird vorgeführt, wie in den USA genau dieses passiert. Dagegen in Mitteleuropa oder in Westeuropa fast gar nicht. Ich will jetzt die Westeuropäer nicht heilig sprechen. Aber jedenfalls, das Gemäre, das die Schere unermesslich aufreißt, ist für unser Land nicht zutreffend. Und das mussten wir wissen, wenn wir unsere Parteiprogramme formulieren. Gut. Also jetzt bei der SPD mit der Pinzette noch Nachbesserungen der Sozialpolitik zu machen, kann zwar nötig sein, das will ich überhaupt nicht leugnen, aber als Programm kann das nicht funktionieren. Das ist einfach viel zu wenig. Da kommt nämlich dies daraus. Das war im Spiegel vor 2 Wochen. Ja? Welche Partei hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft? Grüne 27%, SPD 2%. Das ist die Folge von dieser nicht vollzogenen Aufklärung innerhalb der SPD. Das müssen wir wissen. Das sage ich mit dem goldenen Parteiabzeichen der SPD. Gut, gehen wir weiter. Was zum Kuckuck ist die Attraktion der AfD? Zunächst mal historisch. Die AfD-Wähler und Wählerinnen gehören zum Abwärtsrüssel der sogenannten Elefantenkurve. Es kommt von der Weltbank, diese Kurve. Die zeigt, dass sowas wie 4 Milliarden Menschen in den letzten 20 Jahren oder so etwas einen rasanten Aufstieg ihres Einkommens erlebt haben. Eine tolle Erfolgsgeschichte, wenn man so will. Also vor allem aus Sicht der Weltbank. Aber die alten, in den alten Industrieländern, in den alten Industrien ist es zum großen Teil abwärts gegangen. Und das sind die Wähler von Trump, die Brexit-Wähler und die AfD-Wähler. Und Le Pen und wie sie alle heißen. Das ist ein soziologisches Phänomen. Und nicht rein psychologisch, Wutbürger und so weiter. Das ist zu einfach. Da ist eine soziologisch-ökonomische Geschichte dahinter. Gut. Im Übrigen ist die Kurve nicht vollständig. Denn in der letzten Kohorte von einem Zwanzigstel, da stecken natürlich auch die Supermilliardäre. Und die 8 reichsten Milliardäre besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Menschen. Das muss uns auch in Deutschland aufregen. Ja? Und da entwickelt sich Wut auf die internationalen Eliten und die AfD schiebt dann die ganze Schuld der EU zu, was vollkommen närrisch ist. Und die Wut auf die Eliten gehört ja zum Standardrepertoire. Ja, und dann natürlich die Flüchtlinge, noch mehr Wut, aber keine praktischen Antworten. Gauck hat recht, man muss natürlich auch Toleranz gegenüber den AfD-Konservativen üben, denn denen geht es ja wirklich nicht gut. Ich will überhaupt nicht leugnen, dass sie ein echtes Problem haben. Nur, ihre Lösungsangebote sind komplett idiotisch. Also, die Tragödie ist, die Schuldzuweisung an die EU oder gar die Renationalisierung der Wirtschaft ist das idiotischste Rezept für die Menschen im Abwärtsrüssel. Das macht sie ärmer und nicht reicher. Das heißt also, die lösen überhaupt nichts mit ihrer Propaganda. Das wissen die aber nicht und die Wähler erst recht nicht. Nein, nur in der EU und im Kräftemessen der EU mit USA und China kann es wieder einigermaßen aufwärts gehen. Ich nehme an, Michael Otto wird das ein bisschen ähnlich sehen. Also, naja, brauchen wir wieder 2 große Volksparteien? Das ist ja auch so ein Journalisten-Hype, die Idee. Kann man fordern? Ich will das nicht von vornherein verdammen. Natürlich, die Große Koalition darf kein Dauerzustand sein, weil das die Randparteien stärkt. Das ist vollkommen richtig. Aber
keinem OECD-Land geht es bei Tagesicht betrachtet besser als Deutschland unter der momentanen Regierung. Deutschland hat das beste Image, Deutschland wird weltweit geliebt, die Arbeitslosenquote sinkt seit 12 Jahren. Da gibt es jetzt im Moment Brüche, also das kann schlechter gehen, aber egal. Von daher versteht man nicht, warum die Große Koalition ständig Denkzettel bekommen muss. Seien wir doch froh, dass bei uns Volksverdummer wie Salvini, Orban, Trump oder Boris Johnson keine Mehrheiten kriegen. Was ich verstehe, ist, dass das alte CDU-SPD-Spektrum die heutigen Herausforderungen nicht mehr gut abdeckt. Das ist völlig richtig. Daran müssen wir arbeiten. Aber nicht Beschimpfung der einzelnen Politiker. Das ist vollkommen sinnlos. Naja, historisch nach der Zeit vom Zweiten Weltkrieg war es wunderbar, auch für das Entstehen von Demokratie in Deutschland zum ersten Mal wunderbar, dass es da eben zwei große Volksparteien gab, eine eher vorsichtige und eine eher progressive, und die haben sich dann ab und zu abgewechselt. Das war ein wunderbares Modell für eine gesundende Demokratie. Da bin ich ja natürlich sehr dafür, aber das ist Geschichte. Die wenigen übrig gebliebenen Länder mit der Aufteilung in zwei große Volksparteien sind heute abschreckend. Etwa Polen, Türkei, Großbritannien oder USA. Die Länder sind tief zerstritten. Ich komme ab und zu in die USA. Was da an Hasslandschaft aufgebaut worden ist in der Zeit, ist grauenhaft. Umgangston ist hasserfüllt und die Sieger sind meistens Rechtsradikale. Also das kann für die SPD nicht die große Perspektive sein, ja? Natürlich wünsche ich mir eine große linke Volkspartei, die muss sich aber bitte ein bisschen mehr um die Zukunft kümmern und nicht nur um Hartz IV, bitte. Ja? Da haben die Grünen einen Vorteil vor der SPD, weil sie programmatisch mehr auf die Zukunft ausgerichtet sind. Das muss von der SPD gelernt werden, damit sie wieder auf die Beine kommt. Aber warum dann nicht gleich eine Partei wie die holländische Grün-Links, gegründet von Jesse Klaver, der ist inzwischen schon drittgrößte Partei. Das sind die Leute, vor denen die Leute wie Gerd Wilgerts Angst haben. Vor der Partei von der Arbeit haben die keine Angst mehr. Das haben sie alles längst geschluckt. Also, Lösungsperspektiven. Wie sieht das aus? Die SPD muss entschlossen Zukunftsaufgaben anpacken. Die sind in der Hauptsache international. Vielen Dank für die Erwähnung von Weltinnenpolitik, ein Begriff, den mir mein Vater geprägt hat. Also Klima. Wir müssen natürlich Fridays for Future unterstützen und die Entwicklungsländer einbeziehen. Ich habe ja vorhin von den Kohlekraftwerken gesprochen. Über den Budgetansatz spreche ich gleich noch. Frieden und Völkerverständigung. Es gibt im Moment durch Trump ausgelöst einen gefährlichen neuen Rüstungswettlauf. Vor einem halben Jahr hat mich Erhard Eppler angeschrieben. Er finde, wir brauchen jetzt eine Arbeitsgruppe Frieden 2.0 in der SPD. Denn da ist was am Zerbrechen. Und Willy Brandt hat natürlich seine Wahlen als Friedenspolitiker, nicht als Sozialpolitiker gewonnen. Und wenn der Frieden gefährdet ist, muss man was tun. Wenn man das vergisst, ist man mit Recht abgemeldet. Und Russland verstehen, ich habe da vorhin ein Gauck-Zitat gehabt. Also für die Russen und die meisten Osteuropäer war das Versprechen der Demokratie der Anfang des Raubrittertums. Und das müssen wir auch begreifen. Und dann natürlich NATO-Erweiterung und vieles andere. Ich sage nicht, dass die Krim-Annexion korrekt war, das sagt vielleicht Gerhard Schröder, aber ich nicht. Trotzdem, wir müssen mit den Russen reden. Ich war im Februar in Moskau und habe da mit ganz vielen Leuten geredet. Und die sind verzweifelt darüber, dass in Deutschland praktisch niemand versucht zu verstehen, was eigentlich in der russischen Mentalität in den letzten 15 Jahren oder so vor sich gegangen ist. Da ist manches legitim dran. Das dürfen wir einfach verdrängen. Gut, Finanzmärkte. Die G20 ist ja schon gegründet worden, gewesen, als dann Obama in Pittsburgh die G20 als das Instrument zur Wiederkontrolle der internationalen Finanzmärkte ausrufen wollte. Da haben die Briten und zum Teil noch ein paar andere gemauert. Obama hat sich nicht durchgesetzt. Aber das müssen wir wieder machen. Das war die Gründungsidee.
Und der Beschluss der Finanzminister in Fukuoka dieser Tage war ein Glückstag, dass man endlich Mindestbesteuerung so für die Amazons und Googles und so weiter eingeführt hat. Also vielen Dank an Olaf Scholz. Übrigens, mein Sohn Jakob war da auch mit dabei und hat da, hallo, hat da auch mitverhandelt. Vielen Dank. gut, dann Technologiebewusstsein. Das ist wahnsinnig wichtig. Technologie ist nicht ein Naturereignis. Das machen wir Menschen. Und darüber nachzudenken, wo brauchen wir es für die internationale Wettbewerbsfähigkeit, gar keine Frage. Und wo gibt es Riesengefahren, die im Moment versteckt sind. Wir brauchen sowas wie eine Technologiearbeitsgruppe, und zwar nicht nur administrativ, also Technologieministerium, sondern da brauchen wir auch philosophische Kräfte, um dieses Ganze zu durchschauen. Das ist die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und viele andere. Europa ist ein Friedensprojekt und nicht ein Bürokratieprojekt, wie es die EU-Gegner dauernd darstellen. Natürlich kann man da auch noch einiges weniger Bürokratie machen. Und dafür aber mehr finanzpolitische Maßnahmen, die sehr viel weniger bürokratisch sind, aber genauso wirksam. Und das geht übrigens vermutlich in der EU erst, wenn der Brexit vollzogen ist. Denn die Briten haben systematisch in Brüssel jede finanzpolitische Maßnahme der Union sabotiert. Es ist nicht zustande gekommen. Und dann können sie in 15 Jahren wieder Mitglied werden, aber dann müssen sie das akzeptieren. Und dann... Und dann natürlich Kommunalpolitik. Da ist die SPD ja Deutschlandmeister. Die meisten deutschen Großstädte werden von der SPD regiert, von den SPD-Bürgermeistern, jetzt gerade in Wiesbaden wieder. Das sind ja nur Stichworte, auch wahnsinnig karikaturhaft verkürzt. Aber wenn man mit SPD nicht mehr Hartz IV und dessen Abwicklung assoziiert, sondern mit diesen 6 Stichworten, dann laufen die Leute in Scharen wieder zu uns. Ja? Also, was ist dann zu tun?